Solche Bewegung findet aber in unserer sogenannten zivilisierten Welt immer weniger statt. Die Menschen sitzen, stehen, liegen und lassen sich bewegen. Und das ist unser Problem. Die Bewegung wird uns abgenommen. Dieser Bewegungsmangel ist die Hauptursache für die Zivilisationskrankheit Beinleiden. Jede zweite Frau und jeder vierte Mann in der Bundesrepublik Deutschland leiden an Krampfadern. Jeder achte Erwachsene hat eine fortgeschrittene chronische Veneninsuffizienz und jeder 37. trägt bereits Zeichen eines Ulcus cruris Leidens. Um die Entstehung der verschiedenen Venenleiden erklären zu können, müssen wir uns die anatomischen Verhältnisse, besonders des venösen Rückflusses im Bein, vor Augen führen. Wir unterscheiden grob zwischen dem Saphenersystem mit dem oberflächigen Venennetz und den tiefen Leitvenen. Weil die oberflächigen Venen außerhalb des Faszienmantels liegen, werden sie auch als extrafaszial bezeichnet. Die tiefen Leitvenen entsprechend als intrafaszial. Die Perforanzvenen durchdringen die Faszie und verbinden die oberflächigen mit den tiefen Leitvenen. Störungen im Venensystem können zu krankhaften Veränderungen führen. Zu Varizen zum Beispiel, die wir in primäre und sekundäre Varizen unterteilen. Varizen, Krampfadern, sind krankhaft erweiterte oberflächige Venen. Und so entstehen primäre Varizen. Im Oberschenkel mündet die oberflächige Stammvene direkt in die Leitvene. Wird die Mündungsklappe insuffizient, so sackt das Blut nach außen und unten und erweitert den oberflächigen Venenstamm. Die Perforanzvene und die tiefe Leitvene erweitern sich ebenfalls. Sie werden auch insuffizient. Die Klappen schließen nicht mehr, es bildet sich ein sogenannter Privatkreislauf. Die Aufnahme zeigt eine insuffiziente, nicht mehr schließende Venenklappe. Es gibt im Prinzip drei Therapiemöglichkeiten der primären Varikosis. Einmal die operative Entfernung des oberflächigen Venenstammes, das sogenannte Stripping. Dann der Verschluss der Krampfadern durch Sklerosierung, die sogenannte Verödung. Und schließlich als wichtigste konservative Maßnahme die Kompressionsbehandlung, die allein oder zur Unterstützung der beiden anderen Methoden angewendet werden kann. Der Kompressionsverband übt Druck auf das Bein aus und engt so das Lumen der Venen ein. Die Klappen können wieder schließen. Das Blut fließt wieder nach oben in die normale Richtung, und der Privatkreislauf wird unterbrochen. Die physiologischen Verhältnisse sind ausreichend wiederhergestellt. Sekundäre Varizen dagegen entstehen durch eine Abflussstörung in tiefen Venen, meist als Spätfolge einer Thrombose. Die Muskelpumpe drückt das Blut aus der Tiefe dadurch in die falsche Richtung, nämlich in die oberflächigen Venen, die sich zu Varizen erweitern.
Es bildet sich ein sogenannter Umgehungskreislauf. Bei sekundären Varizen kommt fast nur die konservative Kompressionsbehandlung in Frage, aber mit höherem Druck. Dadurch wird das Abflusshindernis über andere Leitvenen umgangen und die pathologischen Rückflüsse in das oberflächige Venennetz werden erschwert. Auch das venöse Ödem, eine übermäßige Flüssigkeitsansammlung im Gewebe, ist die Folge eines Venenleidens. In einem normalen Bein beträgt die Gewebsflüssigkeitsmenge ungefähr 2 Liter. Steigt dieser Wert um 0,5 bis 0,7 Liter an, so ist bereits ein Ödem vorhanden. Es ist zwar tastbar, aber noch kaum sichtbar. Steigt der Wert noch weiter an, ist das Ödem deutlich sichtbar. Der Flüssigkeitsgehalt bei einem ausgeprägten Ödem kann auf mehrere Liter ansteigen. Die Folgeschäden eines Ödems können von Hautverfärbungen, Verschwielungen und Ekzemen bis zum Ulcus cruris reichen. Die Ursache des venösen Ödems und seiner Folgeerscheinungen ist eine Stauung, die den Flüssigkeitsaustausch im Bereich der Kapillaren stört. Den normalen Flüssigkeitsaustausch durch Druckunterschied können wir uns vereinfacht so vorstellen. Im arteriellen Schenkel einer Kapillare, links im Bild, herrscht ein höherer Druck als im umgebenden Zwischenzellraum, dem Interstitium. Dadurch tritt die Blutflüssigkeit, in der die Nährstoffe gelöst sind, durch die Kapillarwand in den Zwischenzellraum und ernährt so die Zellen. Auch der Sauerstoff, von den roten Blutkörperchen transportiert, wird dort an die Zellen abgegeben. Deshalb ist das venöse Blut dunkler gefärbt. Im venösen Schenkel herrscht gegenüber dem Interstitium ein niedrigerer Druck. Folge: Die Flüssigkeit und die darin gelösten Abbaustoffe treten aus dem Interstitium durch die Gefäßwand in den venösen Teil der Kapillare ein und werden abtransportiert. Etwa 10% der Flüssigkeit wird zusammen mit den sogenannten lymphpflichtigen Stoffen über das Lymphsystem abgeführt, oben im Bild. Die Flüssigkeitsmenge bleibt so im Gleichgewicht. Diese Flüssigkeitsbalance wird empfindlich gestört, wenn im erweiterten venösen Kapillarschenkel der Druck durch einen Rückstau des Blutes ansteigt. Dadurch erweitern sich die Kapillaren und die Flüssigkeitsresorption wird deutlich verringert. Über das Lymphsystem kann aber nur ein geringer Teil der Flüssigkeit abgeschöpft werden. Die Flüssigkeit mit den Stoffwechselschlacken der Zellen staut sich im Zwischenzellraum. Das Gewebe versumpft, die Gewebsernährung wird zunehmend gestört. Um das Ödem zu beseitigen, sollte möglichst seine Ursache beseitigt werden, die venöse Stauung und der damit verbundene Druckanstieg im venösen Kapillarschenkel. Ist dies nicht möglich, verbessert der Kompressionsverband die Leistung der Wadenmuskelpumpe und wirkt so dem Rückstau entgegen. Der Gewebsdruck wird erhöht, die Flüssigkeitsansammlung im Gewebe nimmt ab. Das Ödem bildet sich zurück.
Die Wadenmessung ergibt einen Umfang von 35 cm. Hier zum Vergleich der Zustand vor der Kompressionsbehandlung. Wadenumfang vorher 40 cm. Das Ulcus cruris venosum als schwerste Folge eines Ödems hat noch eine weitere Ursache. Auch das Gewebe der Haut wird durch das Kapillarnetz versorgt. Rund 99% des Blutes fließen von den Arterien über die Kapillaren in die Venen. Nur 1% fließt über die arteriovenösen Anastomosen direkt von den Arteriolen in die Venolen. Die Anhäufung von Stoffwechselschlacken im Ödem übt einen chemischen Reiz auf die Anastomosen aus. Sie öffnen sich, sodass schließlich der größte Teil des Blutes ungenutzt von der Arterie in die Vene fließt. Die dahinterliegenden Kapillaren werden nur noch ungenügend durchblutet und das Gewebe infolgedessen nicht mehr ausreichend versorgt. Es stirbt ab und ein Ulcus cruris bildet sich. Ziel der Ulcus cruris Therapie ist es, die Ursache, nämlich das Ödem als Folge einer venösen Stauung zu beseitigen, die Anastomosen zu schließen und damit die Kapillardurchblutung so weit wie möglich wiederherzustellen. Dieses Ziel wird ambulant nur durch einen Kompressionsverband, natürlich mit entsprechender Wundversorgung, erreicht. Der Kompressionsverband kann aber seine volle Wirkung nur in Verbindung mit Bewegung entfalten. Er bildet ein Widerlager für die Muskelpumpe und verbessert so ihre Leistung erheblich. Bewegung ist also ein unersetzlicher Teil der Kompressionsbehandlung. Genau wie Bewegung, natürliches Gehen, die beste und billigste Prophylaxe der Venenleiden ist. Der richtig angelegte Kompressionsverband ist ein unersetzliches Mittel bei der ambulanten Behandlung der Venenleiden. Der Kompressionsverband engt bereits in Ruhe das Lumen der Venen ein, erhöht dadurch die Geschwindigkeit des Blutstromes
und beugt so Thrombosen vor. Er stellt die Funktion der Venenklappen wieder her und erhöht den Gewebedruck. Dadurch werden Ödeme resorbiert. Der Kompressionsverband kann durch Verbesserung der Kapillardurchblutung die Abheilung eines Ulcus crurus venosum fördern und er bildet ein Widerlager für die Muskelpumpe. Die Form der Erkrankung, ihr Schweregrad und das Stadium der Behandlung bestimmen die Art des Verbandes. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen Dauerverbänden, die tagsüber und nachts ständig getragen werden, in der Regel über mehrere Tage, und Wechselverbänden, die über Nacht abgenommen werden können. Dauerverbände werden bei folgenden Indikationen empfohlen: Ödeme verschiedener Art, entzündliche Verschwielungen und Infiltratbildungen, Stauungsdermatosen, kleine, wenig absondernde Beingeschwüre, oberflächige Venenentzündungen und Zustand nach tiefer Thrombose, Lymphödem und zur letzten Vorbereitung auf die Langzeitbehandlung mit Kompressionsstrümpfen. Elastische Dauerverbände werden in der Regel mit längselastischen Klebebinden angelegt. Für Gelenkverbände eignen sich besonders längs- und querelastische Binden. Als Polstermaterial verwendet man Fließpolsterbinden und textilkaschierte Schaumgummiplatten. Die Polster können mit einem Sprühkleber fixiert werden. Unelastische Dauerverbände lassen sich am besten mit der modernen Zinkgelbinde anlegen. Hier das Anlegen eines Unterschenkeldauerverbandes bei einer Patientin mit postthrombotischer Schwellung. Druckgefährdete Stellen müssen häufig gepolstert werden. Die Schienenbeinkante, die Knöchel und die Achillessehne. Vertiefungen werden mit Schaumgummi aufgepolstert. Damit das Polstermaterial nicht verrutscht, kann es mit einem Sprühkleber auf der Haut fixiert werden. Der Fuß steht in Mittelstellung. Das heißt, Fuß und Unterschenkel bilden einen rechten Winkel. Um Falten zu vermeiden, muss der Fuß die ganze Zeit über in dieser Stellung verbleiben. Der Verband beginnt mit einer Zirkulärtour hinter dem Hallux, dem Großzehengrundgelenk. Um einen Dauerverband richtig anzulegen, bedarf es Erfahrung und Übung. Die Binde muss dem Bein anmodelliert werden. Sie darf nicht verkanten. Der Verband muss das Bein lückenlos umschließen. Ein gleichmäßiger Zug bewirkt das erforderliche Druckgefälle nach proximal. An der Fessel ist der Druck somit am höchsten.
Bei dieser Technik wird die Binde nach jeder Tour abgeschnitten. Dadurch wird ein besonders guter Sitz des Verbandes erreicht. Übrigens werden auch Zinkgelbinden am besten in dieser Technik angelegt. Der Verband endet mit einer Zirkulärtour unterhalb des Knies. Bei diesem ödematösen Bein muss der Kompressionsverband bis zum Oberschenkel verlängert werden. Hier wird eine andere Technik angewendet. Der Unterschenkel wird im Bereich der Wade in Achtertouren verbunden. Ein Stück Schaumgummi zwischen den Sehnen polstert die Kniekehle ab. Für den Kniebereich eignen sich besonders Klebebinden mit Längs- und Querelastizität. Der Verband wird mit Achtertouren angelegt. Der Verband wird dann im Stehen mit geschnittenen Achtertouren bis zur Leiste verlängert. Zum problemlosen Aufschneiden von Klebeverbänden wurde dieser spezielle Bindenschneider entwickelt. Die Schneidefläche wird eingefettet oder mit Silikon besprüht, um die Gleitfähigkeit zu verbessern. Während ein Dauerverband nur vom Arzt oder seinem geschulten Personal angelegt wird, sollte das Anlegen eines Wechselverbandes auch vom Patienten erlernt werden, weil der Verband im Allgemeinen täglich erneuert wird. Wechselverbände sind vorwiegend bei Ulcus cruris angezeigt. Für sie werden hauptsächlich nicht klebende Kurzzugbinden verwendet. Ein häufig angewendeter Wechselverband ist der gegenläufige Doppelbindenverband, der hier bei einem Patienten mit Ulcus cruris angelegt wird. Das Ulkus wird durch eine Kompresse und einen Trikotschlauch geschützt. Die Grundsätze sind die gleichen wie beim Dauerverband. Bei dieser Technik beginnt der Verband an der Fessel. So wird die Kompresse fixiert und der Ulkusbereich fest eingebunden.
Für diesen Verband werden im Allgemeinen 10 cm breite Binden verwendet. Das Bindenende wird provisorisch mit einer Verbandklammer befestigt. Die zweite Binde beginnt ebenfalls an der Fessel und wird gegenläufig geführt. Dadurch wird ein höherer Kompressionsdruck erreicht. Der Verband muss das Bein lückenlos umschließen. Die vorher angelegte Verbandklammer wird entfernt. Ein Überzug aus einem Trikotschlauch schützt den Verband und macht ihn haltbarer. Eine Zirkulärtour mit einer elastischen Klebebinde fixiert die Enden. Ein anderer Doppelbindenverband dagegen beginnt am Zehengrundgelenk. Er wird hier mit markierten Binden angelegt, um die Lage der Touren deutlich zu machen. Bei dieser Technik werden 8 cm breite Binden verwendet. Im Bereich des Fußes und der Fessel ist der Verband doppellagig angelegt, um einen hohen Kompressionsdruck zu erzeugen. An der Wade entsprechend nur einlagig. Trotz seiner Festigkeit beeinträchtigt der Kompressionsverband die Bewegungsfähigkeit des Beines nicht wesentlich. Seine volle Wirksamkeit erreicht der Kompressionsverband nur beim Gehen durch die Aktivierung der Muskelpumpe. Fassen wir zusammen. Wir unterscheiden zwischen Dauerverbänden aus elastischen Pflasterbinden oder Zinkgelbinden und Wechselverbänden aus nicht klebenden Kurzzugbinden. Der Druck des Kompressionsverbandes muss von distal nach proximal gleichmäßig abnehmen, was durch gleichmäßigen Zug erreicht wird. Der Verband muss dem Bein genau anmodelliert werden und es vollständig umschließen. Er darf keine Schnürfurchen auf dem Bein hinterlassen. Der Kompressionsverband muss fest sein, ohne jedoch die Bewegungsfähigkeit des Beines wesentlich einzuschränken.
Für das fachgerechte Katheterisieren der Harnblase sind die Kenntnisse über die Anatomie und Physiologie der Harnorgane eine selbstverständliche Voraussetzung. Die Aufgabe der Harnorgane ist die Produktion, Speicherung und Ableitung von flüssigen und gelösten Stoffwechselprodukten, also von Harn. Das Harnsystem besteht aus den beiden Nieren, Renes, auf denen die Nebennieren aufsitzen, den beiden Harnleitern, Ureter, die in der Harnblase Vesica münden, sowie der Harnröhre Urethra, hier bei Manne dargestellt. Die beiden Nieren liegen vor der Rückenmuskulatur in Höhe der unteren Rippen zwischen dem Bauchfell und der hinteren Bauchwand. In den Blutkreislauf eingebunden sind sie über die beiden Nierenarterien, den Seitenästen der Aorta rot dargestellt, und die beiden Nierenvenen blau, die von der unteren Hohlvene abzweigen. Die beiden Nebennieren haben mit dem Harnsystem unmittelbar nichts zu tun. Die Hauptaufgabe der Nieren ist die Regulation des Wasser-, Elektrolyt- und Säure-Basenhaushaltes. Darüber hinaus entfernen sie wasserlösliche Stoffwechselprodukte aus dem Blut und entgiften so den Organismus. Das Blut zirkuliert täglich etwa 33 Mal durch die Nieren, sodass diese jeden Tag von ca. 1800 Litern Blut durchströmt werden. Daraus filtern die Nieren in einem mehrstufigen Prozess den Harn. Das sind normalerweise 0,8 bis 1,8 Liter. Bei hoher Flüssigkeitsaufnahme kann diese Menge erheblich steigen. Der Harn des gesunden Menschen ist eine klare, bernsteingelbe Flüssigkeit, die sauer reagiert. Ihr pH-Wert sollte zwischen 4,7 und 5,8 liegen. Harn enthält Stoffwechselschlacken, Harnstoff sowie einige andere Mineralstoffe. Die Zusammensetzung des Harns ist von der Art der aufgenommenen Nahrung und Flüssigkeit abhängig. Von den Nieren fließt der Harn über die Nierenbecken und die beiden Harnleiter in die Harnblase. Die Harnleiter sind dünne, glattmuskuläre Schläuche mit einer Länge von jeweils 27 bis 30 cm und einem Durchmesser von 4 bis 7 mm. Dies entspricht 12 bis 21 Charrière. Sie münden von hinten in die Harnblase ein. Die beiden Harnleitermündungen besitzen eine Art Rückschlagventil, das Rückfließen des Harns verhindert. Die Harnblase, hier im Sagittalschnitt, liegt im unteren Teil des Bauchraumes. Sie bildet ein Reservoir, in dem der Harn fast drucklos aufgefangen wird. Die Kapazität unterliegt großen individuellen Schwankungen. Beim Erwachsenen beträgt sie zwischen 250 und 500 Milliliter. Ihre Wand ist aus mehreren Muskelschichten aufgebaut und mit einer Schleimhaut ausgekleidet. Der Blasenmuskel passt sich durch Dehnung dem jeweiligen Füllungszustand an. Die Entleerung wird durch Öffnung der Schließmuskeln und durch Muskelkontraktion bewirkt. Den Verschluss der Harnblase und damit die Kontinenz sichern zwei willkürlich beeinflussbare Muskelsysteme. Am Blasenboden umschließen die Muskeln der Blasenwand die Einmündung der Harnröhre und bilden so einen ersten Verschluss der Blase. Den wesentlichen Verschluss der Harnröhre bewirkt der Harnröhrenschließmuskel, Musculus sphincter urethrae. Öffnen sich beide Schließsysteme, so kommt es zur Miktion, zur Harnentleerung. Ein Restharn von etwa 30 Milliliter, der in der Blase verbleibt, ist normal. Der Harn passiert dann die Harnröhre und tritt durch die äußere Harnröhrenöffnung Ostium urethrae externum aus. Die Harnröhre ist beim Mann S-förmig gekrümmt. Die Länge zwischen Blase und Harnröhrenöffnung beträgt im Normalfall etwa 25 cm. Der Durchmesser dagegen ist in ihrem Verlauf unterschiedlich. Im oberen Abschnitt, besonders im Bereich der Prostata, hier in einem Frontalschnitt dargestellt, beträgt der Durchmesser beim Gesunden um 9 mm, das entspricht etwa 27 Charrière. Im Bereich des Sphinkters verengt die Harnröhre sich auf etwa 7 mm, gleich 21 Charrière.
In diesem Längsschnitt sind die unterschiedlichen Weiten der Urethra im Penis zu erkennen. Im Bereich der Eichel, Glanzpenis, ist im Allgemeinen die engste Stelle. In diesem Querschnitt durch den Penis wird die Lage der Harnröhre verdeutlicht. Sie wird von zwei Schwellkörpersystemen umschlossen, dem Penisschwellkörper und dem Harnröhrenschwellkörper. Die Harnröhre ist, wie hier dargestellt, im Ruhezustand gefaltet und so weitgehend verschlossen. Bei der Miktion erweitert sie sich entsprechend. Die Harnröhre ist ein dünner, muskulärer Schlauch, der innen mit Schleimhaut ausgestattet ist. Die Schleimabsonderung bewirkt einen guten Selbstreinigungseffekt. Das Harnsystem und das Genitalsystem bilden beim Manne eine funktionelle Einheit, das Urogenitalsystem. In den Hoden werden die Spermien produziert und über die Samenleiter zur Samenblase und dann zur Prostata transportiert. Zusammen mit den Sekreten der Samenblase und der Prostata entsteht hier das Sperma. Die Prostata umschließt den Anfang der Harnröhre. Im Samenhügel ergießt sich das Sperma aus den Samengängen in die Harnröhre. Im Sagittalschnitt sind auch die umgebenden Elemente der Beckenregion zu erkennen. Die Symphyse oder Schambein, die knorpelige Verbindung der beiden Beckenschaufeln, liegt schützend vor der Harnblase. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Harnblase und Prostata liegen der Dickdarm, der Mastdarm und der After. Der Sagittalschnitt durch das weibliche Becken zeigt die Lage des unteren Abschnitts des Harnsystems mit Harnblase und Harnröhre. Davor das Schambein. Darüber und dahinter getrennt vom Harnsystem das Genitalsystem mit Eileiter, Gebärmutter und Scheide. Dahinter der Endabschnitt des Verdauungssystems mit Dickdarm, Mastdarm und After. Die weibliche Harnblase ist im Prinzip genauso aufgebaut wie die des Mannes, hat jedoch normalerweise ein geringeres Fassungsvermögen. Die Harnröhre ist im Unterschied zum Manne gerade und nur etwa 3 bis 5 cm lang. Ihr Durchmesser beträgt etwa 8 mm. Das entspricht 24 Charrière. Sie mündet im vorderen Bereich des Scheidenvorhofes in unmittelbarer Nachbarschaft zur Scheidenöffnung. Im Frontalschnitt sind die Verschlussmechanismen des weiblichen Harnsystems erkennbar. Sie sind ähnlich wie beim Manne angelegt. Die innere Harnröhrenöffnung wird durch den Muskelmantel der Blase verschlossen. Der dahinterliegende ringförmige Harnröhrenschließmuskel verschließt die Harnröhre sicher. Beide Verschlussmechanismen öffnen sich bei der Miktion, sodass sich die Blase entleert. Die Harntrakte beider Geschlechter sind hochspezialisierte und damit störungsanfällige Systeme. Besonders im komplizierter aufgebauten männlichen Urogenitaltrakt können pathologische Veränderungen auftreten, die Harninkontinenz oder auch Harnabflussstörungen zur Folge haben können. Der rückgestaute Harn kann, wenn die Störung nicht behoben wird, zu schweren Schädigungen der Nieren, sogenannten Stauungsnieren, führen. Die wichtigsten Ursachen für einen Harnstau sind im Bereich der Harnblase, Blasensteine, die den Blasenausgang verlegen, und Blasenkarzinome. Die Prostataregion ist besonders störungsanfällig. Schwellungen in Form von Adenomen und Karzinomen, die das Lumen der Harnröhre einengen, treten im Alter gehäuft auf. Pathologische Klappenbildungen im Samenhügelbereich sind eher selten. Sphinktersklerosen, also Verhärtung des Schließmuskels, stören ebenfalls den Harnabfluss. Im gesamten Verlauf der Urethra können als Folge von Verletzungen oder entzündlichen Prozessen Stenosen, das sind Verengungen der Harnröhre, durch Narbenbildung auftreten, die den Harnabfluss behindern. Auch krankhafte Verengungen der Vorhaut, Phimosen, und Verengungen des Harnröhrenausgangs, Meatus, Stenosen, beeinträchtigen den Harnfluss.
Eine wichtige Methode zur Beseitigung von Störungen im Bereich der ableitenden Harnwege ist die transurethrale Drainage der Harnblase durch Katheter. Verweilkatheter werden vorwiegend aus Latex hergestellt, weil dieses natürliche Material wesentliche Gebrauchsvorteile aufweist. Katheter aus natürlichem Latex sind gut schleimhautverträglich, biostabil, atoxisch, chemisch weitgehend neutral und flexibel. Darüber hinaus sind sie preiswert. Sie sind weitgehend inkrustationsresistent durch eine Oberflächenvergütung. Die Norta-Blasenkatheter werden bei der Beiersdorf Malaysia, einer Tochtergesellschaft der Beiersdorf AG, in Johor Bahru in Westmalaysia hergestellt. Malaysia ist der größte Latexerzeuger der Welt mit einer Produktionsmenge von mehr als 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr. Die Produktionsstätten der Beiersdorf Malaysia liegen in unmittelbarer Nähe der Plantagen. Die Transportwege sind sehr kurz. Latex ist der Milchsaft des Parakautschukbaumes Hevea brasiliensis, der zur Familie der Wolfsmilchgewächse gehört. Er stammt ursprünglich aus Südamerika. Der Latex tritt nach dem Einschneiden der Rinde aus. Pro Tag liefert ein Baum bis zu 300 Gramm Latex. Bis zur ersten Ernte muss der Baum ein Alter von 5 Jahren erreicht haben und liefert dann etwa 25 Jahre die begehrte Latexmilch. Der Baum wird jeden zweiten Tag neu angeschnitten. Die Milch fließt 4 Stunden und wird dann eingesammelt. Latexmilch enthält in wässriger Dispersion 30-35% Kautschuk. In Säuren, hier zum Beispiel in Essigsäurelösung, gerinnt der Kautschuk und wird fest. Das ist übrigens das Grundprinzip der Katheterherstellung, wie wir gleich sehen werden. Der Name Kautschuk leitet sich vom indianischen Wort Kauuchu ab und bedeutet so viel wie flüssiges Holz. Die Katheter sind also eigentlich keine Latex, sondern Kautschuk-Katheter. Die Qualitätssicherung bei Beiersdorf Malaysia beginnt schon vor der Produktion. Aus dem angelieferten Latex werden im Labor Stichproben entnommen und untersucht. Als natürlicher Rohstoff unterliegt Latex Schwankungen in der Zusammensetzung. Für die Katheterproduktion ist nur Latex der höchsten Qualitätsstufe geeignet, denn Norta-Katheter werden nach den strengen GMP-Richtlinien hergestellt. GMP bedeutet Good Manufacturing Practice und ist eine Herstellervereinbarung zur Sicherstellung höchster Qualität. Eine weitere Qualitätsprüfung ist die mikrobiologische Untersuchung in der Latexmilch. Erst nach der Freigabe durch das Labor kommt das Material in die Produktion. Katheter werden durch mehrfaches Tauchen in Latexmilch hergestellt. Für jede Katheterart gibt es selbstverständlich eine spezielle Form, je nach Länge, Ausführung, Spitzenform und Kaliber. Auf die Negativform wird im Tauchverfahren ein Trennmittel aufgebracht und getrocknet, damit sich der fertige Katheter später leicht von der Form abziehen lässt.
Der erste Tauchprozess in Latex. Eine dünne Latexschicht überzieht die Form. Die Anzahl der Tauchvorgänge richtet sich nach Kathetertyp und Stärke. Der Latexmilch ist zur Konservierung Ammoniak beigemischt. Hier im Koagulationsbad wird das Ammoniak neutralisiert, der Latex gerinnt und wird fest. Im anschließenden Neutralisationsbad werden eventuelle Rückstände aus den vorhergehenden Bädern neutralisiert und abgespült. Nach jedem Tauchvorgang wird die Latexschicht im Trockenschrank mit Warmluft getrocknet. Der Auffüllkanal für den Ballon ist in die Katheterwand integriert. Als Negativform wird ein gepuderter Gummifaden an den Rohling angebracht. Bei Dreiwegkathetern bildet ein gespreizter Doppelfaden die Form für die beiden Spülkanäle. Anschließend werden die Formen mit den angebrachten Fäden erneut getaucht und getrocknet. Die Öffnung für den Ballon wird in die Katheterwand gestanzt. Jeder einzelne Katheter wird jetzt mit einer Chargennummer versehen. Durch sie kann später der fertige Katheter identifiziert werden. Der Ballon wird ebenfalls im Tauchverfahren separat hergestellt. Auf einer Form lassen sich mehrere Ballons zusammenhängend fertigen. Sie werden später auseinandergeschnitten. Jetzt wird der Ballon montiert. Durch zwei weitere Tauchvorgänge verbinden sich Ballon und Katheterschaft sicher miteinander. Verstärkte Katheter, sogenannte Hämaturie-Katheter, werden nach dem zweiten Tauchvorgang mit einer Spirale aus Polyamid umwickelt. Dann folgen die üblichen Produktionsschritte. High-Modulus-Latex-Katheter sind eine andere Form von verstärkten Kathetern. Die ersten drei Schichten werden aus einem besonders festen, eben dem High-Modulus-Latex, hergestellt. Bei sogenannten Silikon-Latex-Sandwich-Kathetern bestehen die erste und die letzte Schicht aus Silikon, die anderen aus Latex. Nach der letzten Trocknung wird der Katheter-Rohling von der Form abgezogen, gestrippt. Nächster Schritt, das Einstanzen der Augen, die je nach Spitzenform verschieden sind. Spezielle Spitzen, wie die Couvlaire-Spitze, werden mit einem heißen Messer geschnitten und geglättet. Die Katheterrohlinge werden jetzt mit fließendem Wasser gründlich gespült. Dann desinfiziert und wiederum gespült. Durch eine Schleuse gelangen die Rohlinge in die Reinraumabteilung zur weiteren Komplettierung, zum Finishing. In diesen Reinräumen ist der Hygienestandard durch Schleusen, Luftfilter, Schutzbekleidung und weitere Maßnahmen besonders hoch. Die Katheterrohlinge kommen jetzt für mehrere Stunden in den Trockenraum. Durch die hohe Temperatur verlieren sie das Wasser durch Verdunstung. Dadurch wechselt die Farbe von Weiß nach Bernsteingelb.
Teflon-beschichtete Katheter werden durch ein nochmaliges Tauchen nach dem Trocknen mit einer extrem dünnen, antihersiven, teflonhaltigen Schicht versehen. Norta-Katheter entsprechen dem höchstmöglichen Qualitätsstandard. Deshalb wird für die Qualitätssicherung ein überproportional hoher Aufwand getrieben. Jeder einzelne Katheter wird mehreren unterschiedlichen Prüfungen und Kontrollen unterworfen. Erster Schritt: Ballonfunktionstest. Es folgt eine optische Kontrolle der Rohlinge. Das Kaliber wird auf Maßgenauigkeit überprüft. Mit dem Anbringen des Ventils ist aus einem Rohling ein Katheter geworden. Durch den Aufdruck von Kaliber, Ballonfüllmenge und Firmenbezeichnung ist jeder Katheter unverwechselbar gekennzeichnet. Weitere 100%ige Qualitätskontrollen schließen sich an. Im Dichtigkeitstest wird jeder Ballon aufgeblasen und bleibt über eine definierte Zeit gefüllt. Im optischen Lichttest werden die Katheter durchleuchtet und auf mögliche Einschlüsse oder Verunreinigungen untersucht. Zusätzlich zu den 100%igen Kontrollen entnimmt eine unabhängige Abteilung für Qualitätssicherung mehrere Stichproben aus jeder Charge für weitere Kontrollen. So werden mit speziellen Messverfahren verschiedene Parameter wie Wandstärke oder Lumen kontrolliert. In einem extremen Belastungstest wird die Elastizität des Katheters geprüft. In diesem Fall lässt er sich auf über 1000% seiner Länge dehnen, bevor er zerreißt. Eine Belastung, die bei indikationsgerechter Anwendung sicher nie erreicht wird. Die hohe Durchflussrate der Norta-Katheter, ein für die Drainage der Harnblase wichtiges Kriterium, wird ständig kontrolliert. Stichprobenmäßige Prüfung von Dreiweg-Kathetern. Durch spezielle Tests mit gefärbter Flüssigkeit lässt sich die schnelle und gleichmäßige Verteilung der Spülflüssigkeit in der Blase darstellen. Ein Grund für den hohen Qualitätsstandard der Norta-Katheter ist die ständige Schulung der Mitarbeiter von Beiersdorf Malaysia. Zurück zur Produktion. Die innere Hülle, in die die Katheter eingesiegelt werden, besteht aus einer Spezialfolie, die an beiden Seiten und in Längsrichtung zum Aufreißen perforiert ist. Die äußere Hülle, ein Aufreißbeutel, ist bakteriensicher und auf der Rückseite mit den wichtigen Katheterdaten bedruckt. Auch die Verpackung unterliegt selbstverständlich der strengen Kontrolle der Qualitätssicherungsabteilung durch Stichproben. Nach der optischen Packungskontrolle, Prüfung der Versiegelung und der Perforationen der inneren Hülle. Die Katheter werden dann in Kartons verpackt, die an der Stirnseite alle notwendigen Daten enthalten. Noch ist der Sterilisationsindikator gelb, denn die Strahlensterilisation findet erst nach der Verpackung in Kartons statt. Die Strahlensterilisation ist ein sicheres und materialschonendes Sterilisationsverfahren. Dabei werden alle Mikroorganismen sicher abgetötet, ohne dass das Material beeinträchtigt wird. Neben der Strahlensterilisation ist auch die Gassterilisation mit Ethylenoxid gebräuchlich. Anschließend an die Sterilisation kommen die Katheter in das Quarantänelager. Durch Stichproben wird die Sterilität in einem mikrobiologischen Labor überprüft. Erst nach der Freigabe durch das Labor
dürfen die Katheter für ihre vorgesehenen Indikationen verwendet werden. Als sicheres und einfaches Verfahren der künstlichen Harnableitung hat sich die transurethrale Katheterdrainage der Harnblase bewährt. Ihre fachgerechte Anwendung erfordert Übung, genaue anatomische Kenntnisse und die Beachtung einiger Grundsätze. Die wichtigsten Grundsätze sind die konsequente Infektionsprophylaxe durch Asepsis, also eine strikt sterile Vorgehensweise, besonders durch Verwendung steriler Materialien. Und Antisepsis durch sorgfältige Desinfektion sowie durch steriles Arbeiten. Beim Katheterisieren besteht ein hohes Infektionsrisiko, das sich verringern, aber nicht ganz ausschalten lässt, weil das vordere Drittel der Harnröhre mit Keimen besiedelt ist. Große Bedeutung kommt auch der Auswahl des Katheters entsprechend der Indikation und den anatomischen Verhältnissen zu. Auswahlkriterien sind Ausführung, Material, Länge, Ballongröße, Spitzenform sowie besonders das Kaliber. Beim erwachsenen Mann beträgt der innere Durchmesser der Urethra an verschiedenen Stellen normalerweise zwischen 7 und 9 mm. Das entspricht 21 bis 27 Charier. Die gebräuchlichsten Kaliber sind 16 und 18 Charier. Katheter dieser Kaliber lassen sich leicht einführen, verursachen nur eine geringe Irritation der Schleimhaut und besitzen gute Harndurchflussraten. Ein stärkerer Katheter sollte nur bei Patienten mit sehr weiter Urethra oder zur Absaugung von Blutkoageln und Sedimenten angewendet werden, weil dazu eine hohe Durchflussrate erforderlich ist. Er kann aber, wenn er der Urethra-Schleimhaut zu eng anlegt, zu Sekretstauungen zwischen Katheter und Schleimhaut und zu Beschwerden führen. Bei einem zu dünnen Katheter besteht die Gefahr des häufigen Verstopfens. Bei allen Kathetern besteht die Möglichkeit des ungewollten Harnabganges durch Blasenkrämpfe. Darüber hinaus können zwischen Katheter und Harnröhrenschleimhaut Keime in die Blase gelangen. Bei einer starken Verengung der Urethra, zum Beispiel durch Vernarbung der Schleimhaut oder Strikturen, werden normalerweise Katheter mit 8 bis 14 Charier eingesetzt. Die Harnröhrenpassage muss heute im Gegensatz zu früheren Zeiten nicht um jeden Preis erzwungen werden. Beim Auftreten von Schwierigkeiten ist die suprapubische Harnableitung zu bevorzugen. Die Ursache der Blasenentleerungsstörungen lässt sich in der Folgezeit ohne Zeitdruck röntgenologisch oder durch prograde Urethrozystoskopie klären. Die benötigten Materialien, alle selbstverständlich steril, werden vor dem Katheterisieren übersichtlich und griffbereit bereitgelegt. Normalerweise sind erforderlich ein Abdecktuch, eventuell ein Lochtuch, eine Auffangschale, eine atomische Pinzette, Gleitgel in Einmalspritze, ein Schleimhautdesinfektionsmittel, mehrere Tupfer,
steriles destilliertes Wasser zum Auffüllen des Ballons in einer Spitze, ein Urinauffangbeutel und natürlich der Katheter. Es sind auch fertig zusammengestellte Sets im Handel. Zunächst erfolgt nach dem Waschen eine Händedesinfektion, zum Beispiel mit einem schnell wirkenden alkoholischen Präparat. Dann werden die sterilen Gummihandschuhe angezogen. Mit einem sterilen Abdecktuch wird der Unterkörper abgedeckt. Der Patient sollte bequem und entspannt liegen. Die linke Hand des Arztes fasst den Penis und zieht das Präputium ganz von der Glanspenis zurück. Durch seitlichen Druck auf den Penis klafft das Orificium externum etwas auseinander. Die linke Hand, die durch den Hautkontakt unsteril geworden ist, hält den Penis während der gesamten Zeit des Katheterisierens. Es darf keinesfalls ein Handwechsel erfolgen. Mit der rechten sterilen Hand wird jetzt die gesamte Glanspenis mehrfach desinfiziert. Hier mit einem PVP-Jodpräparat. Der Bereich des Orificium externum muss besonders sorgfältig desinfiziert werden, da sie stark mit Keimen besiedelt ist und die Eintrittspforte für den Katheter darstellt. Zu beachten ist auch, dass die vom Hersteller des Desinfektionsmittels vorgeschriebene Konzentration und die Einwirkzeit nicht unterschritten werden dürfen, weil sonst nicht die volle Desinfektionswirkung erreicht wird. Ein steriles Gleitmittel in Einmalverpackung wird in die Urethra instilliert. Aus Gründen der Asepsis sollten nur steril abgepackte Produkte verwendet werden. Das Orificium externum wird gut mit dem Gleitmittel benetzt. Es wird der gesamte Spritzeninhalt instilliert, damit sich die Urethra weitgehend mit Gel füllt und der Katheter im Gleitmittel schwimmt. Dadurch wird die Reibung zwischen Katheter und Schleimhaut verringert und ein leichtes und somit schmerzloses Einführen gesichert. Ein leichter Druck auf den Penisschaft verhindert ein Herausfließen des Gleitmittels. Gegebenenfalls kann dafür eine Penisklemme verwendet werden. Mit der rechten sterilen Hand fasst der Arzt den Katheter schlingenförmig. Dabei greift die Pinzette oberhalb des Ballons an der Katheterspitze, die bei Kathetern mit einer gekrümmten Spitze nach oben zeigen muss. Das Ende des Katheters mit Trichter und Ventil wird zwischen kleinem Finger und Ringfinger gefasst. Der Katheter kann auf diese Weise sicher gehalten und leicht eingeführt werden. Steht eine Pinzette nicht zur Verfügung, wird das perforierte Teil der Innenverpackung entfernt und der Katheter direkt aus der schützenden Verpackung eingeführt. Der Penis wird mit der linken unsterilen Hand etwas gestreckt und dann der Katheter vorsichtig ohne Gewalt eingeführt. Durch ständiges Nachfassen wird der Katheter etwa 15 cm weit in die Harnröhre vorgeschoben. Am Schließmuskel, Sphincter externus, spürt man einen leichten Widerstand. Um diese Krümmung der Harnröhre zu überwinden, wird der Penis etwas abgesenkt und der Katheter bis in die Blase vorgeschoben. Bei Erreichen der Blase fließt Urin ab. Gelegentlich ist das Katheterauge durch das Gleitmittel verstopft. Durch Druck auf die Blase wird dann das Gleitmittel durch den Harn herausgepresst. Um den Urin aufzufangen, wird das Katheterende in die Urinauffangschale gelegt. Der Ballon wird über das Auffüllventil mit einer sterilen Spritze ohne Nadel aufgefüllt. Als Füllmedium wird steriles, destilliertes Wasser, sterile physiologische Kochsalzlösung oder eine sterile Glycerinwassermischung im Verhältnis 1:5 verwendet.
Die Füllmenge entspricht der Ballonkapazität. Diese ist auf dem Katheterschaft aufgedruckt. Durch Zug am Katheter wird der Ballon vor der Blasenöffnung platziert und sitzt dann sicher. Durch Anschluss eines sterilen Urinbeutels wird ein geschlossenes System hergestellt, in dem der abfließende Urin gesammelt wird. Über die Drainageaugen fließt der Urin bei diesem Zwei-Weg-Katheter in das geschlossene Beutelsystem. Dauerspül- oder Dreiweg-Katheter haben einen zusätzlichen Spülkanal, über den die Spülflüssigkeit kontinuierlich in die Blase geleitet werden kann. Urinauffangbeutel dürfen nie oberhalb des Blasenniveaus angebracht werden, weil der Urin sonst nicht abfließen kann. Außerdem kann infizierter Urin in die Blase zurückfließen und dort eine Infektion auslösen. Auch ein geschlossenes Urindrainagesystem hat kritische Stellen, von denen Infektionen ausgehen können. Die Verbindungsstelle zwischen Katheter und Ableitung. Sie darf nur unter aseptischen Bedingungen und vorheriger Desinfektion geöffnet werden. Die Eintrittsstelle.